Hallöchen. Heute haben wir mal wieder was von Akku. Und zwar die Akku CS Silver Switches. Noch zwei Sachen vorab. Die Switches wurden mir von Akku zugeschickt. Die bekommt ihr einfach auf akkugear.de mit dem Code HWNW. Spart ihr noch 10%. Und das zweite ist, ihr seht ja in dem Video gleich, ich habe einen neuen Kamerawinkel gewählt. Das ist, weil ich habe einfach mein Setup umgestellt, einen neuen Monitor haben und sowas. Also es ist generell alles ein bisschen cleaner. Und falls ihr noch ein bisschen Vorschläge habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare oder falls ihr noch Vorschläge habt zu Sachen, die ich mal testen soll oder reviewen, was auch immer, einfach in die Kommentare damit. Dann gehen wir mal zum Video. Als erstes gucken wir uns jetzt den Lieferumfang an. Die Akku-Switches kommen wie von Akku gewohnt in einer sehr schönen Verpackung. Auf der Oberseite sieht man Akku Custom Switches Silver und auf der Rückseite einige Specs und Fotos. Wenn man die dann öffnet, sieht man erstmal die schwarze Box mit dem lila-pinken Akku-Logo drauf. Und wenn man die noch geöffnet hat, dann kommt einem noch mehr Verpackungen entgegen. Und zwar einmal sieht man schon die Switches, aber darüber ist noch eine Art Plastikkappe, wodurch die Switches gegen Staub und einige andere Sachen geschützt werden. Wenn man die Switches mal genauer anguckt, dann sieht man auch schon direkt, dass die ein Boxdesign haben. Das heißt, sie haben eine Box um den Stem herum. Die Specs dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das Bottom Housing besteht aus PA. Als Spring haben wir eine 45 Gramm schwere Metal Spring. Der Stem ist aus POM, was einen oft ziemlich tiefen Ton hervorruft. Und zu guter Letzt haben wir das Top Housing, was aus Polycarbonat besteht. Das ist ja auch klar, weil es ja durchscheinend ist. Zu der Switch-Charakteristik kann man sagen, sie sind linear. Das heißt, man kann sie ohne Widerstand zu spüren runterdrücken. Mit 45 Gramm Actuation Force sind sie auch ziemlich leicht. Das kommt auch dem Total Travel zugute, denn der liegt bei 3,0 mm und der Pre-Travel bei 1,0 mm. Damit sind sie die schnellsten nicht einstellbaren Switches der Welt. Also an die E-Sportler unter euch, falls ihr euch auch Custom Keyboards bauen wollt. Die Akku CS Silver Switches sind genau das Richtige für euch. Falls ihr die Switches habt, werdet ihr wahrscheinlich merken, dass ihr die Switches nicht komplett runterdrücken könnt. Ist jetzt also der Switch oder der Keycap kaputt? Nein, natürlich nicht. Der Stem Pole, also dieser kleine Stab unter dem Stem, ist einfach nur ein bisschen höher als einige andere Switches, wie diese Kale Box Roses, die ich hier mit denen verglichen habe. Vor dem Soundtest, indem wir die Kale Box Roses und die CS Silvers Stock und Loop vergleichen, werden wir erstmal die CS Silvers looben. Da wir jetzt am Ende des Videos angelangt sind, müssen wir natürlich noch klären, kann man den Switch empfehlen und solltet ihr ihn kaufen? Für mich persönlich ist er etwas zu leicht. Er hat 45 Gramm und meine normalen Switches sind um die 55 bis 60 Gramm. Doch dass ich nicht so gut damit tippen kann, heißt natürlich nicht, dass ihr nicht damit tippen könnt.
Falls ihr momentan eine mechanische Tastatur habt, dann könnt ihr einfach mal nachgucken, welche Switches ihr genau habt und wie schwer die sind. Damit könnt ihr dann einfach herausfinden, ob diese Switches auch etwas für euch sind oder ob ihr lieber auf zum Beispiel schwerere Jelly Pinks oder Jelly Blacks zurückgreifen wollt. Wie ihr gerade schon im Soundtest hören konntet, der Switch an sich ist relativ deep. Demnach entspricht er eigentlich genau dem, was die meisten Leute bei Custom Keyboards haben wollen, und zwar richtig tiefen Sound. Wenn ihr sie loopt, bekommen sie natürlich noch einen etwas tieferen Sound und sie werden smoother, was wahrscheinlich auch für die E-Sport-Spieler relevant ist. Und um auf die E-Sport-Spieler zurückzukommen, die Custom Keyboards bauen wollen, für die ist dieser Switch wahrscheinlich der beste Switch gerade auf dem Markt. Denn er ist einfach der schnellste Switch, den es momentan gibt. Wenn wir jetzt mal Switches wie die SteelSeries OmniPoint oder die Gateron Lecker Switches rausnehmen, die man halt nur bei bestimmten Pre-Builds bekommt. Falls sich mein Review jetzt überzeugt hat, die Switches gibt es bei akkugear.de für 13 € für 45 Stück zu kaufen und ihr spart mit dem Code HWNW nochmal 10% auf den Einkauf. Also benutzt schön meinen Rabattcode, liked das Video, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Adios.